Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. An einem Sabbat ging Jesus durch die Kornfelder und unterwegs rissen seine Jünger Ehren ab. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Sieh dir an, was sie tun. Das ist doch am Sabbat verboten. Er antwortete: Habt ihr nie gelesen, was David getan hat, als er und seine Begleiter hungrig waren und nichts zu essen hatten? Wie er zur Zeit des Hohenpriesters Abiatar in das Haus Gottes ging und die heiligen Brote aß, die außer den Priestern niemand essen darf, und auch seinen Begleitern davon gab. Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Deshalb ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir kennen dieses Evangelium alle. Ich glaube, wir könnten das teils auch im Schlaf sagen, wenn uns jemand fragen würde. Hunger. Hunger ist etwas, wo Jesus immer gesagt hat: Wenn Menschen hungern, gebt ihr ihnen zu essen. Und seine Jünger rissen Ehren ab. Eine Arbeit, Ehren zum Essen, eine Handvoll Ehren. Hier ist der Unterschied zwischen Jesus und den Pharisäern. Die Pharisäer sehen den Buchstaben. Nichts darfst du tun. Wenn sie hungern, sollen sie hungern. Auch wenn sie durch Ehrenfelder gehen. Jesus, reißen sie es halt ab und essen. Ist doch keine Arbeit. Sie haben Hunger. Und was machen wir oft? Schauen wir auf den Buchstaben oder schauen wir auf das Herz? Wenn wir genau unser Herz spüren und unser Herz prüfen, dann wissen wir oft, was gut ist zu tun. Dass manches Mal der Buchstabe stehen kann. Er ist nicht auf Eisen. Aber das Herz, das ist es, was uns verändert. In unserem Herzen ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, so wie bei Gott. Und genau das ist es, was wir den Menschen bringen sollen. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist mehr wert als Opfer. Und wenn wir Barmherzigkeit üben, dann treffen wir Gott mitten ins Herz.